Eine deutsche Spezialität. Gas geben, bis der Arzt kommt. Mit über 200 Stundenkilometern hat ein PS-Protz auf der A27 einen kleineren Wagen von der linken Spur gerammt. Auf unseren Autobahnen darf man grundsätzlich so schnell fahren, wie man will. Aber es gibt immer mehr Fahrzeuge. Umso gefährlicher ist es, wenn Verkehrsrüpel Stress und Angst verbreiten. Führerscheinentzug, das würde sehr viel mehr nützen. Wer brutal gegen die Spielregeln der Straße verstößt, geht ein tödliches Risiko ein. Immer mehr Kontrollen sollen die Fahrer disziplinieren. Aber die ohnehin überlastete Polizei steht immer mehr Autofahrern mit immer schlechteren Manieren gegenüber. Unsere Autos werden zwar ständig sicherer, trotzdem nimmt die Zahl der Unfalltoten auf den Autobahnen zu. Schön eigentlich. Aus der Distanz wirken unsere Autobahnen in der Landschaft wie perfekt gestaltete Meisterwerke der Ingenieurskunst. Belebt von friedlich dahingleitenden Fahrzeugen. Aber gibt dieses Bild die Realität auf den Fernstraßen wieder? Die Meldungen vom unerbittlichen Kampf um die linke Spur können doch nicht erfunden sein. Wie hart ist der Alltag auf der Autobahn wirklich? Wir wollen es wissen und machen einen Plan. Ein Wohnmobil rüsten wir mit versteckten Kameras aus. Damit drehen wir einen halben Tag lang auf den Autobahnen Norddeutschlands. Danach, so sind wir sicher, wissen wir mehr. Es dauert nur Minuten, bis wir ahnen, was auf Deutschlands Autobahnen los ist. Obwohl wir vorschriftsmäßig und auch zügig fahren, erleben wir nahezu im Minutentakt schwere Verkehrsverstöße. Ganz oft sehen wir Fahrer mit dem Handy am Steuer. Fahrzeuge, die auf Armlänge auffahren. Und immer wieder Lkw-Fahrer, die vom Geschehen auf der Straße völlig abgelenkt sind. Gefährliche Situationen im Minutentakt. Hier wird scheinbar um jeden Meter gekämpft. Eine erschreckende Bilanz. Sind wir wirklich ein Volk von Verkehrsrüpeln? Wir wollen es herausfinden. Wem unsere Straßenverkehrsordnung nicht passt, der legt sie großzügig aus. So auch Benny Rös aus Elmlohe im Landkreis Cuxhaven. Er ist der Meinung, Tempo 100 auf Landstraßen sei möglicherweise ein Behördenirrtum. Er fährt gerne schnell. Und mindestens einmal fuhr er besonders schnell. Denn hier auf seiner Hausstrecke hat es Benny Rös erwischt. Er soll mit 180 eine Zivilstreife der Polizei in der Tempo-70-Zone überholt haben. Und auch noch an einer unübersichtlichen Stelle. Benzin im Blut ist für Jugendliche eine Droge gegen die Langeweile auf dem Dorf. Wenn der Motor rührt, schlägt das Herz schneller, erklärt uns Benny. Das ist so eine gewisse Leidenschaft, die man mit dem Auto verbindet. Und ich empfinde es nicht als Rasen. Ich finde den Begriff nicht so ganz passend. Rasen, das ist nicht Rasen. Rasen ist, wenn man sonst wie schnell fährt.
klar ist das zu schnell oder jedenfalls, man hofft immer selber, man sei unsterblich. Man macht sich da in dem Moment gar keine Gedanken drüber. Benny ist Mechatroniker-Lehrling, repariert Polizeiautos. Bisher ist trotz seines rasanten Fahrstils immer alles gut gegangen. Kein Unfall, nicht ein Punkt in Flensburg. Aber jetzt kam es hammermäßig. Post vom Landkreis. Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um 66 km/h. Vorsatztat, 2 Monate Fahrverbot, über 700 Euro Geldbuße. Ja, natürlich weiß man das vorher. Jetzt im Nachhinein ist man ja auch immer schlauer, ne? Aber ich glaube, den Fehler hat jeder schon mal gemacht. Es wird halt ein Teil wird halt erwischt und ein Teil nicht. Jeder fährt mal zu schnell. Jeder überholt mal, wenn es nicht, vielleicht nicht ganz in Ordnung ist. Aber ausgerechnet mich kriegen die natürlich. Ja? Aber es war vielleicht auch verdient, was weiß ich. Sein Anwalt hat Widerspruch eingelegt. In 3 Wochen ist deshalb Gerichtstermin. Was wird man ihm aufbrummen? Siegfried Brockmann ist Unfallforscher beim Gesamtverband der Versicherer. Er befasst sich seit langem mit der deutschen Autofahrerseele. Zuletzt gemeinsam mit dem Institut Omnitrend in einer umfangreichen Studie, für die über 2000 Autofahrer darüber Auskunft gaben, wie sie sich im Straßenverkehr benehmen. Er muss es doch wissen. Was geht im Kopf von Vollgasflegeln vor? Und da sieht man schon, dass Fahrer, die besonders aggressiv zu Werte gehen, meist ein relativ schwaches Selbstwertgefühl haben. Das scheint offenbar damit zusammenzuhängen, dass sie dann meinen, in solchen Situationen sich überhöhen zu müssen. Und man hat ja auch, was man sagen muss, selbst wenn man nicht besonders stark an Kräften ist, die Möglichkeit, eine sehr starke Waffe einzusetzen. Das heißt, jeder, auch der Schwächling, ist in der Lage, hier den Max zu machen. Da helfen nur mehr Polizeikontrollen. Sarah Tolle und Albert Segers sind an diesem Morgen mit einem zivilen Streifenwagen auf der A1 in Niedersachsen unterwegs. Jagd auf Tempo- und Abstandssünder mit 2 geeichten Kameras und 220 PS. Ein besonders ausgebildetes Spezialteam. Zum Revier der Autobahnwache Ahlhorn gehören mehr als 100 Kilometer Fernstraße. Die Polizei zählt dort immer mehr Autos, immer mehr Gefahrensituationen. Die Anschlussstelle Lohne-Dinklage bei Vechta ist ein Unfallschwerpunkt. Baustelle Tempo 80. Auf dem Abschnitt wird heute verschärft kontrolliert. Bernd Rötig ist Spezialist für Abstandssünden. In 4 Stunden misst er heute fast 500 Verstöße. Am Ende werden hier über 100 Führerscheine fällig sein. Die Problematik ist hier, dass durch Staubildung, durch plötzliche Staubildung, die Verkehrsteilnehmer verkehrsbedingt anhalten müssen. Durch dieses häufige dichte Auffahren in der Kolonne mit 5, 6 Fahrzeugen kommt es dann zum Ziehharmonika-Effekt und dann haben wir anschließend die Auffahrunfälle. Moderne Fahrzeugtechnik könnte Abhilfe schaffen, aber die ist vielen Autofahrern lästig. Es gibt ja heute schon neuere Fahrzeuge, die ein Abschlusswarnsystem haben. Aber es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dieses auszuschalten. Und das wird nicht nur von Pkw-Fahrern durchgeführt, sondern auch von Lkw-Fahrern. Das ist der Fall 368. Das ist ein Fahrverbot. Wenige Kilometer weiter baut sein Kollege Steffen Gafels die Blitzanlage auf. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass Verkehrsteilnehmer häufig auch unachtsam sind noch bei der Geschwindigkeitsüberschreitung, dass oftmals noch ein Handy am Ohr ist. Es sind häufig Männer in starken Mittelklassefahrzeugen, die hier eine hohe Geschwindigkeit an den Tag legen, die auch durchaus über das Fahrverbot hinausreichen. Die Beamten im zivilen Streifenwagen haben einen Lieferwagen im Visier. Er fährt viel zu schnell und er fährt viel zu dicht auf. Den wollen sie sich schnappen. Wer sich solch einen Transporter als Leihwagen mietet, weiß oft nicht, dass der viel unberechenbarer reagiert als ein Pkw. Hallo, eine Verkehrskontrolle. Ja, das ist in Ordnung. Wie halten Sie an, weil Ihr
Fahrverhalten, nennen wir es mal, leichtsinnig ist. Ja? Sie wirken jetzt nicht so wie der größte Raser auf uns. Wir haben ein Videofahrzeug, wir können Ihnen das gerne mal zeigen, wenn Sie wollen. Ja. Sie halten überhaupt keinen Sicherheitsabstand ein. Sie fahren mit 140, 145 hinter Autos her und haben Sicherheitsabstand von teilweise 5 bis 4 Metern teilweise nur. Da sitzen Sie, wenn er nur einmal auf die Bremse hustet, dann sitzen Sie da komplett drauf. Da haben Sie keine Chance. Wenn Sie wollen, zeigen wir Ihnen das. Zwischendrin wird es ab und zu mal ein bisschen besser mit dem Abstand, aber das sieht man hier ja auch wieder. Wir haben hinterher auch noch eine Messung gemacht. Wir könnten Sie sogar rein theoretisch, könnten wir Sie sogar belangen. Das zeige ich Ihnen gleich mal. 42,5 und wir sind jetzt hier bei 160, also das sind fast 20 Kilometer. Und das wird dann richtig teuer. Da ist dann auch ruckzuck mal der Führerschein weg. Ja, also das war mir auch gar nicht so bewusst, dass man ja mal erzählt ein bisschen, ne? Und dann dieser Abstand und dass es auch gefährlich ist. Ne? Und das hat schon ganz schön Eindrücke bei mir gelassen. Ne? Ja. Doch. Ja. Okay. Ja, danke. Bei 149,5 erfolgt die nächste Messung des Gespanns, das hier auch parallel gegen das Überholverbot verstößt. 130 statt 80 Stundenkilometer. Die Polizisten können längst nicht alle Verstöße ahnden, die sie sehen. Auch der ist viel zu schnell. Vielleicht auch nicht. Die Kontrolle findet der Fahrer eher witzig. Aber Sarah Tolle versteht da überhaupt keinen Spaß. Wir haben sie gemessen mit 167, ja. Bei erlaubt 130. Okay. Mal eben dran vorbei ist das nicht mehr. Nee. Das ist deutlich überhöhte Geschwindigkeit und ich sage Ihnen das ganz ehrlich, das werde ich auch so in den Bericht reinschreiben, ja. Mit einem süffisanten Grinsen an mir noch vorbeigefahren. Das kostet 80 Euro und einen Punkt in Flensburg. Sie dürfen nicht mit dem Handy während der Fahrt rumspielen. Kostet 85 Euro, müssen wir hier nehmen. 85 Euro? Ja. Geht auch nur mit Karte. Okay. Haben Sie eine mit? Ja. Gut. 85 Euro. In seinem Heimatland hätte es den Holländer das Dreifache gekostet. In Sachen Bußgeld ist Deutschland weichgespült. Hier gönnt man sich deshalb schon mal ein Knöllchen. Alle, die in dem Bereich zu tun haben und daran mitwirken, dass Unfälle weniger werden, würden nichts anderes sagen, als dass es in Deutschland einfach zu günstig ist und dass wir tatsächlich höhere Bußgelder brauchen in einem moderaten Rahmen, aber auch mehr Kontrollen. Viele haben es im Urlaub schon schmerzhaft zu spüren bekommen. Im Ausland, wie etwa Norwegen und Holland, langen die Behörden bei Verkehrsverstößen richtig hin. Für diesen Tempoverstoß zahlt man in Deutschland 240 Euro. In Holland mehr als das Doppelte. Und in Norwegen fast das Vierfache. Ein Alkoholverstoß ist auch in Deutschland teuer. In Dänemark kostet er gleich einen ganzen Monatslohn. Und die Briten bestrafen Alkoholsünden sogar mit Geldbußen in Höhe eines Kleinkredits. Sarah Tolle und Albert Segers müssen ihre Fahndung nach Verkehrsrüpeln abbrechen und quer durch das Einsatzgebiet zu einem Unfall hetzen. Drei Streifenwagen sind woanders bei der Absicherung einer Ölspur gebunden. Deshalb braucht man die beiden hier. In dem Fahrzeug drei verletzte Personen. Die entsprechenden Rettungswagen sind vor Ort, beziehungsweise einer kommt noch nach. Und zwei weitere Pkw stehen hier, beziehungsweise ein Wohnmobil, die wohl auch noch in irgendeiner Form beteiligt sind. Der Unfallfahrer checkte seine E-Mails am Handy, wird vermutet. Auf der A1 hat es einen Unfall mit Schwerverletzten gegeben. Der Krankenwagen steckt hoffnungslos im Stau fest. Es gibt keine Rettungsgasse. Seit Dezember 2016 kostet das ein Bußgeld von 20 Euro. Nicht viel, wenn man bedenkt, dass an der Unfallstelle vielleicht ein Opfer mit dem Tod ringt und nicht versorgt werden kann. Der Notarzt muss aussteigen und die Fahrer überreden, Platz zu machen. Jetzt steckt auch die Feuerwehr fest. Nach langen Minuten klappt es dann endlich mit der Rettungsgasse. Der LKW hat die Mittelleitplanke niedergewalzt. Halbseitige Sperrung der Autobahn, eine schwierige Bergung. Aber gleich kracht es auch auf der Gegenfahrbahn, befürchtet die Polizei. Denn LKW-Fahrer filmen den Unfall mit dem Handy
und achten nicht mehr auf den Vordermann. Ein Beamter dokumentiert mit seinem eigenen Handy die filmenden Gaffer. Ihnen droht nach dem neuen Gesetz eine Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren. Wenn das jetzt mit der Rettungsgasse einigermaßen klappt, sind wir ja schon mal zufrieden. Aber wie gesagt, das bringt uns nichts, wenn wir vor Ort sind, schnell vor Ort sind und durch die Gaffer, die hier Handyaufnahmen machen, wir dann doch wieder von unserer eigentlichen Arbeit abgehalten werden. Für uns als Polizei generell und auch als Feuerwehr kann ich nur sagen, dass man sowas tunlichst unterlassen sollte. Das Filmen, Alleinstand in der Hand halten eines Mobiltelefons ist unter Strafe gestellt und wir werden das auch in Zukunft weiter versuchen zu verhindern und die Fahrzeugführer dann dementsprechend anzuschreiben. Die Sitten werden rauer auf unseren Autobahnen. Das Internet ist voll von Filmen, in denen Verkehrsrüpel ihre gefährlichen Aktionen sogar noch stolz präsentieren. Nicht selten mit einer ganzen Kette von Verkehrsverstößen. Warum gehört Rasen und Drängeln inzwischen zum Alltag auf unseren Straßen? Ich glaube, in Deutschland ist es so, dass man eher nicht geneigt ist, dem anderen Raum zu lassen. Das machen andere Länder besser, sind dort entspannter. Das würde auch für Frankreich und auch für Spanien gelten, wo man dann sagt, ja, wenn er da gerne jetzt rechts abbiegen möchte, dann macht er das halt. In Deutschland sind wir alle Rechthaber. Und das heißt, wenn mir etwas nicht passt, was mein Vorder- oder Nebenmann macht, dann muss ich ihm das auch zu verstehen geben. Und ich glaube, dass das auch immer noch mal die Aggression untereinander anheizt. A20 Richtung Stettin, Kilometer 150,7. Ein Audi A6 hat mit geschätzten 190 Stundenkilometern diesen Toyota Starlet von der linken Spur geschossen. Der Kleinwagen überholte einen LKW. Der Audi krachte ihm ungebremst ins Heck. Es gab kein Tempolimit. Der Audi-Fahrer blieb unverletzt. In dem Kleinwagen starben Lucia und Sophia Lüchow, Mutter und Tochter. Wir treffen die Angehörigen der Opfer und die Überlebende des Unfalls. Sie alle sind immer noch traumatisiert. Erja, die Freundin der getöteten Sophia. Sie hat den Unfall wie durch ein Wunder fast unverletzt überlebt. Alf, der Vater der getöteten Sophia. Im Gespräch wollen sie mit ihrer Trauer zurechtkommen und mit dem Schmerz darüber, dass die beiden Opfer einer sinnlosen, gefährlichen und trotzdem ganz legalen Raserei geworden sind. Was war das Erste, was du dann registriert hast? Dass sich alles um mich herum dreht. Es ist komischerweise, ich habe die ganze Zeit irgendwie, sag ich mal, nicht an mich gedacht, sondern einfach um Sophia und keine Ahnung, auch die ganze Zeit, auch bis ins Krankenhaus oder so, habe ich die ganze Zeit eigentlich, weil mir ging es ja gut oder so und ich wusste halt nicht, was mit den anderen beiden war. Aber du hast hinten im Auto gesessen und warst unverletzt. Ja, und dann dachte ich so, ja, kann ja nicht so schlimm sein, weil mir geht es ja auch gut. Ich habe ja gar nichts, außer ein paar blaue Flecken, Kratzer oder so. Oder? Dann dachte ich, ja, okay, wird schon alles wieder gut, hoffentlich. Und abends um 21 Uhr kam der Anruf. Und die Polizei, ich kann das ja von den Filmen, ne? Ich dachte, das wäre ein Film jetzt. Ne? Ich wusste genau, also, dass das wahr ist. Ich habe dann riesig oft Nein, Nein, Nein geschrien. Und ich glaube, das hat mir sehr geholfen. Dieses einfach, dieses Nein, dieses nicht knapper haben wollen. Und dann haben sie sofort die Sachen ins Auto geschmissen, weil ich gehört habe, dass die Tochter doch noch lebte. Und zwar echt ein Schock. Also, und dann habe ich es auch erst am nächsten Tag erfahren, dass sie halt nicht mehr leben. Meine Mutter kam nämlich dann auch ins Krankenhaus und dann wurde sie aber noch mal rausgenommen und dann wurde ihr das schon mal vorher gesagt und dann kam sie nur weinend rein und dann, dann wusste ich eigentlich schon, dass ich es nicht geschafft habe und dann war eine Psychologin noch dabei und
Sie hat mich dann gefragt, ob ich wissen will, was mit den anderen los ist. Und das bin ich schon in Tränen ausgebrochen. Also. Zwischendurch habe ich immer so gebetet, dass ich noch vor, Entschuldigung, dass ich noch vor dem Tod da bin. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, nee, das ist ganz schön egoistisch irgendwie, dass ich noch vorher da bin. Ne? Und dann hat sie das umgedreht und ich habe gedacht, nee, du bist frei, geh. Ne? Der Gutachter kam zu dem Schluss, bei Tempo 190 konnte der Audi-Fahrer nicht mehr reagieren. Es ist ein zweispurig gewesen, ein kleiner Standstreifen. Und wenn man sieht, dass da andere Autos sind und es muss geblinkt worden sein. Und dann, wenn ein anderes Auto da ist, dann muss runtergefahren werden auf 130, 140. Und das Gutachten sagt ganz klar, wenn es auf 130, wenn wir die Richtgeschwindigkeit nehmen, die auf der Autobahn ist, ja, oder er wäre auf 130 runtergefahren oder 140, dann wäre dieser Crash in der Form nicht stattgefunden. Ne? Der Toyota der beiden Getöteten wurde 130 Meter weit geschleudert. Der Audi-Fahrer, Manager eines Pharmakonzerns, wollte nicht mit uns darüber sprechen. Er hat sich auch bei der Familie nicht gemeldet. Diejenigen, die nämlich besonders aggressiv nach eigenem Bekunden sich verhalten, sind meist Besserverdienende und meist auch mit größeren Autos. Und der Zusammenhang, den ich sehe, ist tatsächlich der gesamtgesellschaftliche. Da sind Leute, die es gewohnt sind, ihre Interessen durchzusetzen und die gar nicht einsehen, warum es im Auto anders laufen soll. Und schon alleine daraus ergibt sich eine Windschutzscheibensicht, die möglicherweise schwächere Verkehrsteilnehmer nicht wahrnimmt. Hier beim Kraftfahrtbundesamt in Flensburg sind unsere Verkehrssünden gespeichert. Das Punktesystem soll die Autofahrer disziplinieren. Ich möchte meine Punkte einsehen und fragen, bin ich vielleicht ein Gelegenheitsraser? Hallo, Unterlagen. Bitte schön. 3 Punkte. Wusste ich gar nicht. Man sammelt sie so mit den Jahren an und denkt, die verschwinden auch wieder von selbst. Ich will mehr darüber wissen. Pressesprecher Stefan Immen geleitet mich in die für die Öffentlichkeit unzugänglichen Räume des Fahreignungsregisters. Nur ausnahmsweise dürfen wir da filmen. Die Verkehrssünden von 8,5 Millionen Deutschen sind hier gespeichert. Überwiegend elektronisch, aber viele noch immer in Hängeordnern. 10 Übeltäter passen in je einen Hängeordner. Die meisten Verstöße betreffen Geschwindigkeit und Abstand. Dieses Punktesystem gilt als das strengste der Welt. Seit 40 Jahren soll es uns Autofahrer erziehen. Und trotzdem haben wir auf den Straßen immer noch so schlechte Manieren wie kaum ein anderes Land. Viel geholfen hat es offensichtlich nicht. Bin ich eigentlich auch ein Raser? Ich sehe, hier sind ja einige Geschwindigkeitsverstöße. Ich würde das nie bewerten, ob Sie ein Raser sind oder nicht. Aber ja, offenbar haben Sie mehrmals die erlaubte Geschwindigkeit übertreten und entsprechende Einträge dafür bekommen. So wie Sie es jetzt hier erhalten haben, zeigt sich dann Ihr Verhalten im Verkehr. Und Sie selbst können es dann natürlich jetzt korrigieren, sodass sich sowas nicht wiederholt. Und das ist ja auch Sinn und Zweck dieses Fahreignungsbewertungssystems, nämlich präventiv zu wirken. Aber wir leben ja in einem christlichen Staat und da gibt es ja auch die Mechanik der Vergebung. Wann wären meine Sünden, wann wäre ich von meinen Sünden irgendwann erlöst? Okay, da wir hier nicht im säkularen Kreis sind, sondern hier Verwaltung, haben wir Tilgungsfristen und für normale Verkehrsverstöße, ich sage mal eine Geschwindigkeitsübertretung von 21 Stundenkilometern, bekommen Sie einen Punkt für 2,5 Jahre. Wenn Sie aber schon geschwindigkeitsmäßig stärker drüber liegen, ab 31 Stundenkilometer gibt es dann schon 5 Jahre Stehzeit im Register. Also es wird schon härter geahndet. Es gibt auch 2 Punkte. Das ist dann schon ein besonders schwerer Verstoß. 3 Punkte. Liege ich da eigentlich so am unteren Rand oder ist das eher schon normal? Wir haben ein System, das mehrstufig aufgebaut ist. Und von 1 bis 3 Punkten sind Sie in der Stufe der Vormerkung. Das heißt, zunächst wird erstmal keine weitere Maßnahme ausgelöst. Kommen Sie dann in den Bereich der 4 und 5 Punkte, dann bekommen Sie schon eine Ermahnung. Bei 6 bis 7, da haben wir dann schon die nächste Stufe erreicht, da gibt es dann die Verwarnung. Und bei 8 Punkten wäre dann der Entzug. Und nun dürfen Sie selbst entscheiden, da Sie in der ersten Stufe sind, wie Sie sich einsortieren möchten.
Pressesprecher Immen erklärt mir, dass das Punktesystem großartig ist und uns in mustergültige Autofahrer verwandelt hat. Die Wirkung zu ermessen bei einem System, das sich so erfolgreich profiliert hat wie das Punktesystem, lässt sich vielleicht durch einen Blick in die Geschichte erklären. Als seinerzeit das Mehrfachtäter-Punktsystem an den Start ging, Anfang der 70er Jahre, gab es über 20.000 im Verkehr Getötete zu beklagen. Das System wurde eingeführt. Wir sind heute bei wesentlich weniger im Verkehr Getöteten und wir haben tatsächlich hier das Ziel erreicht. Das Punktesystem allein hat nach seiner Meinung demnach viele tausend Menschenleben gerettet. Das halte ich für eine erstaunliche Theorie. Ich möchte Herrn Immen deshalb noch fragen, ob nicht auch der Sicherheitsgurt, der Airbag und ABS damit zu tun haben könnten. Aber unsere Besuchszeit ist leider um. In Oldenburg hat Temposünder Benny Rös einen Termin beim verkehrspsychologischen Berater. Er will unbedingt seinen Führerschein behalten. Zu Jürgen Diekmann kommen die meisten Autofahrer erst, wenn es zu spät ist. Kann er dem jungen Raser helfen oder ist es bereits zu spät? So, schön, dass es geklappt hat. Wollten wir heute noch mal über dein Delikt sprechen. Kannst du mir noch mal ganz kurz sagen, um was es geht? Ich bin auf der Landstraße ungefähr 80, 190 an einem Zivilwagen vorbeigezogen. Okay. Also mit ein bisschen Gas. Hört sich auch nicht gut an. Nicht mehr. Gibt es auch in anderen Bereichen, wo du sagst, taktiere mir meine eigenen Regeln? Hat die Regel einen Sinn, hat die Regel nicht einen Sinn? Kommt das auch in anderen Bereichen vor? Das kommt leider bei mir sehr oft vor. Das ist aber schon seit dem Kindergarten, dass man deswegen sehr oft überall angeeckt hat. Und ich sag mal ganz ehrlich, damit fällt man immer wieder negativ auf. Das war schon immer ein Problem von mir. Mhm. Wichtig ist aber, und das sage ich zum Beispiel auch hier zu allen Kunden, man muss mit sich selber im Reinen sein. Man muss sich selber resettet haben. Denn es hat ja einen Auslöser gehabt, mal 180 auf der Landstraße zu fahren. Also man muss schon wirklich mal mit sich selber, ich sag mal, ehrlich genug umgehen und zu sagen, Mensch, was war denn der Auslöser? Ne? Nicht, dass das ein sogenannter Schläfer wird, der irgendwann mal wieder kommt, dass du dich daran erinnerst, ach Mensch, ich hatte damals mal richtig Bock, ja, schnell zu fahren. Ich guck mal hier, dass ich bloß kein anderes Auto, aber jetzt ist gerade frei, es ist 2 Uhr morgens, ich knatter hier wieder mit 180, 190 über die Landstraße. Und du verunglückst mit 180 auf der Landstraße. Also die Chance, dass man einen Baum trifft, dass man sich mehrfach überschlägt, dass man irgendwo in einem Straßengraben landet mit hoher Geschwindigkeit und den Unfall nicht überleben wird, ist ja sehr groß. Ja, was tut man seinen Angehörigen an? Was tut man seinen Geschwistern an? Was tut man seinen Vater, seine Mutter an? Keiner würde es verstehen, dass man zu einem Grab muss, wo man dann sagt, Mensch, Junge, warum musstest du denn 180 fahren? Ist dieser Ärger, den ich habe, die Angst, den meine Angehörigen haben, ist das wert, dass ich den Kick habe für ein paar Minuten? Benny wird immer stiller. Die Lektion sitzt. Was Benny Rös vielleicht noch bevorsteht, hat Christian Gerber hinter sich. Führerschein weg. Dann kam die MPU, die gefürchtete Fahreignungsprüfung. Er wurde von Psychologen auseinandergenommen, hat tausende Euro für Seminare und an Gebühren bezahlt und nach langem Bangen seinen Lappen wiederbekommen. Er war vorher viele Jahre ein Bleifußrüpel auf Deutschlands Straßen. Für ihn gab es kein Tempolimit. Immer Termindruck, keine Zeit. Es ging lange gut mit dem durchgedrückten Gaspedal. Dann kam Schlag auf Schlag und ich wurde zweimal hintereinander mit überhöhter Geschwindigkeit geblitzt. Und daraufhin wurde mir der Führerschein entzogen und die Anordnung zur MPU erteilt. Ich habe mich damals für einen guten Autofahrer gehalten. Es ist so nie was passiert gewesen. Es war der Stress von der Arbeit teilweise, dass ich meine Kunden alle schaffen wollte, aber auch rechtzeitig noch zu Hause sein wollte. Und ich habe die Gefahr in dem Sinne überhaupt nicht gesehen. Nachdem ich dann meine MPU-Vorbereitung gemacht hatte, in der wir meine ganzen Delikte aufgearbeitet haben,
ist mir dann bewusst geworden, was passieren kann im Straßenverkehr. Nicht nur mir, sondern auch anderen Verkehrsteilnehmern. Und auf der Arbeit hat sich das auch so geregelt, dass ich meine Termine selber einrichten kann. Er bekam seinen Führerschein zurück. Begründung: Es ist nicht zu erwarten, dass Herr Gerber auch zukünftig erheblich oder wiederholt gegen verkehrsrechtliche Bestimmungen verstoßen wird. Seitdem ist alles auch ziemlich entspannter. Ich mach mir selber keinen Stress mehr. Kann man sagen, dass Sie ein Raser gewesen sind damals? Ja, durchaus. Aber auch eine Gefahr für andere. Und das auch schon dauerhaft. Also nicht, dass ich mal zu schnell gefahren bin. Ich war schon ständig zu schnell unterwegs. Also das Schlimmste waren in der 70er-Zone 75 zu viel. Ich würde schon sagen, dass ich damals ein Raser war, ja. Benny Rös hat in einer Woche seinen Prozess. Mit 180 in der 70er-Zone erwischt. 2 Monate Fahrverbot drohen. Aber er hat auch noch Altlasten aus der Teenie-Zeit. Fahren mit frisiertem Mofa, Autofahren ohne Führerschein. Das kann noch großen Ärger geben. Also auch alles möglich. Das Straßenverkehrsamt nimmt jetzt deine Akte und sieht jetzt eventuell fahren ohne Führerschein Mofa wegen Frisierung, nicht den passenden Führerschein dabei, fahren ohne Fahrerlaubnis Auto und jetzt so eine Straftat. Das sind im Endeffekt schon 3 klassische, nicht kleine Straftaten. Das kann durchaus sein, dass das Straßenverkehrsamt dir einen Brief schickt und sagt, wir werden die Eignung überprüfen. Was direkt, wovor hast du Angst? Die Angst ist ähnlich wie jetzt, keinen Führerschein zu haben. Das ist für jemanden in meiner Position das mit einfach das Schlimmste, was einem passieren kann. Mhm. Was man sich in meinem Alter so das Schlimmste vorstellen könnte, ist, glaube ich, der Führerscheinverlust. Mhm. Vor allen Dingen, ich bin beruflich davon abhängig, ich wohne auf dem Dorf. Es ist alles so ein bisschen schwierig, wenn man dann keinen Führerschein mehr hat. Mhm. Und ja. Ist ein junger Mensch. Deine Kumpels haben bestimmt auch Führerschein. Hat es da schon mal Unfälle gegeben? Bei meinem gesamten Freundeskreis, bei jedem. Ja. Von schlimm bis nicht so schlimm? Von schlimm, eigentlich fast nur schlimm. Du hast schon 3 Straftaten in deiner Akte stehen, die definitiv alle 10 Jahre gebucht sind. Das heißt, du bist schon in der Sammelaktion und es könnte durchaus sein, dass eventuell es sogar jetzt schon zu spät ist, ja, dass die eventuell darüber nachdenken. Spätestens, wenn das nächste Delikt kommt, könnte ich mir gut vorstellen, dass du eine MPU-Einladung bekommst. Ja, es muss also nicht immer zwingend ein Punktekonto voll sein. Es ist auch wichtig, dass man erkennt, dass das Straßenverkehrsamt eventuell für sich erkennt, hier sind schwerwiegende Straftaten. Regelmäßig, unregelmäßig. Ja? Und bei einer Auffallquote von 20 zu 80, 20%, wenn nur 20% das in der Akte drinsteht, dann möchten wir nicht wissen, wie der in Wirklichkeit fährt. Der fährt ja tagtäglich so. Ja? So. Und dann ziehen die einfach die Reißleine, weil die sagen, wir wollen nicht erst einen schweren Verkehrsunfall erwarten. Die Sache ist, dass sie natürlich recht haben damit, dass man da ein bisschen mehr drüber nachdenken sollte, ob ihnen das wert ist. Und das ist es, weiß ich seitdem, dass es mir das nicht wert ist, weil ich irgendwie auch andere Dinge im Leben irgendwie gefunden hatte. Die hatte ich ja zu dem Zeitpunkt nicht. Und dann denkt man da anders drüber nach. Das ist es einfach. Dann sucht man seine. Was hast du denn für andere Dinge gefunden? Ich liebe meinen Job. Ich lebe in einer festen Beziehung. Okay. Und das war da halt alles ein bisschen sehr wackelig. Seine Zukunft steht auf dem Spiel. Für ein paar Sekunden Rasen. Was wird das Gericht nächste Woche entscheiden? Vier junge Menschen starben bei diesem Unfall in Weihe bei Verden. 2 wurden schwer verletzt. Auf dem Weg zur Disco zerbarst ihr Audi A3 mit 130 Stundenkilometern in der 30er-Zone an einem Baum. Kann es sein, dass die Autowerbung uns zu Rasern machen will? Ich schaue mir die Spots an. Mir sagen sie, nur wenn du Gas gibst, bist du ein Siegertyp.
Es ist einfach so, dass wir natürlich auch durch die Werbeslogans nicht suggerieren dürfen, dass schnelles Autofahren etwas Tolles ist. Genau das haben wir aber zurzeit geschafft. Also ich würde meinen, auf keinem Geburtstag oder auf keinem Stammtisch, wenn jemand erzählt, wird derjenige, der sagt, ich brauche von Berlin nach München 7 Stunden, wird nicht der Tolle sein, sondern der, der sagt, ich habe es in 3,5 Stunden geschafft. Das heißt, es gibt einen breiten gesellschaftlichen Konsens für das, was die Automobilindustrie macht, auch in Werbeaussagen. Mhm. Deshalb muss man es ihr nicht besonders ankreiden. Wir müssen uns alle an die eigene Nase fassen. Thomas Gseller ist Schriftsteller. Er kämpft für 130 auf den Autobahnen. Denn auch er ist eng verwandt mit den beiden Toten von dem Hochgeschwindigkeitsunfall auf der A20 bei Rostock. Sie waren seine Schwester und seine Nichte. Er ist fassungslos, dass das Verfahren gegen den Audi-Fahrer eingestellt worden ist. Tempo 190 sei erlaubt und der Unfall bei der Geschwindigkeit unvermeidbar gewesen, meint die Staatsanwältin. Dem Beschuldigten kann ein Fahrlässigkeitsvorwurf nicht nachgewiesen werden. Der Beschuldigte hat die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beachtet. Es sind ja alle Opfer, auch der Fahrer dieses Autos, der dann meine Familienmitglieder von der Autobahn geschleudert hat, wird ja auch nicht mehr richtig froh seines Lebens. Vielleicht, ich kenne ihn nicht, er hat sich nicht bei uns gemeldet. Aber da saß wohl auch die Familie im Auto und sah dann diese Sterbenden mit an. Und auch wenn er so schnell gefahren ist, vielleicht wollte er sich beeilen oder er fährt gerne schnell, man weiß es ja nicht. Man darf es halt in Deutschland, deswegen machen es viele. Aber er hat jetzt Tode mitverursacht. Und das ist da eigentlich ein Augenopfer der Verkehrspolitik der Deutschen. Das ist ja eine deutsche Besonderheit und Abstrusität, dass es sowas nicht gibt wie ein Tempolimit auf Autobahnen. Und das wollte ich dann doch noch mal sagen. Also ich bin es schuldig, meine Schwester und ihre Tochter, dass es an der deutschen Verkehrspolitik liegt, dass sie tot sind. Durch äußere Gewalt, die nicht sein muss. Es war kein Erdbeben, kein Vulkanausbruch. Es war die deutsche Dummheit auf den Autobahnen, die dazu geführt hat, dass die beiden Menschen nicht mehr leben. Aus dem Gutachten. Wird die Richtgeschwindigkeit von 130 km/h in Ansatz gebracht, wäre eine Reaktionseinleitung seitens des Audi-Lenkers ausreichend, um die Fahrgeschwindigkeit dem vorausfahrenden Toyota anzupassen. Werner Johannes ist seit 41 Jahren Polizist und seit 26 Jahren bei der Autobahnpolizei Ahlhorn. Er hat viele furchtbare Unfälle bearbeitet und vieles gesehen, das er nie vergessen wird. Ein Tempolimit ist das, was er in seinen letzten Dienstjahren noch erleben möchte. Denn die Autobahn wird immer mehr zu einer Horrorpiste. Die Unfallzahlen werden zwar nicht höher, aber die Unfallfolgen. Wenn ich nämlich glaube, dass ich mit 250 km/h sicher unterwegs bin, ist das ein Irrtum. Denn die physikalischen Gesetzmäßigkeiten, die können auch Assistenzsysteme nicht wieder wettmachen. Also ich bin fest davon überzeugt, in meiner Zeit hier auf der Autobahn, jeder vierte, fünfte Verkehrstote wäre nicht zu beklagen gewesen, wenn wir nicht freie Fahrt hätten. Also 130, wenn wir die hätten, dann denke ich, wäre so, das ist meine Erfahrung, also jeder fünfte Unfall bei uns auf der Autobahn glimpflicher abgegangen. Die Autofahrer, so glaubt er, würden ein Tempolimit schnell akzeptieren. Ich vergleiche das mit dem Rauchverbot. Ich hätte, bevor das in Deutschland eingeführt wurde, nie gedacht, dass das so problemlos möglich gewesen wäre. Innerhalb von 2-3 Tagen oder nach 2-3 Tagen, die in der ersten Woche waren, noch ein bisschen Aufruhr und wir werden das Kneipensterben erleben. Nichts von dem ist eingetreten. Es war absolut problemlos, das durchzusetzen. Problemlos. Also richtig und auch überhaupt kein Problem. Ich bin davon überzeugt, das würde bei einer generellen Geschwindigkeitsbegrenzung genauso sein. Aus dem Innenministerium in Hannover gibt es seit langem Forderungen nach härteren Strafen für Verkehrssünder.
Minister Boris Pistorius zeigt sich als Hardliner, wenn es gegen Drängler und Raser geht. Er glaubt an die abschreckende Wirkung drastischer Strafen. Zunächst muss man feststellen, ist Raserei nicht nur die Hauptunfallursache, sondern auch der Killer Nummer eins auf unseren Straßen. Das heißt, die ganz große Mehrzahl der Unfalltoten in Deutschland kommt zu Tode, eben weil man zu schnell fährt, weil zu schnell gefahren wird. Wie rückt man dem nun zu Leibe? Ist eine interessante Frage, an der sich schon Generationen von Verkehrs- und Sicherheitspolitikern die Zähne scheinbar ausgebissen haben. Ich glaube, dass ein Problem darin liegt, dass die Strafen nach wie vor zu niedrig sind für zu schnelles Fahren. Viele Jahre hatten rot-grüne Regierungen Zeit, die Beschlüsse ihrer Parteien umzusetzen und Tempo 130 einzuführen. Aber gebremst wurden nur die entsprechenden Gesetze. Auch Minister Pistorius bremst mit. Dazu muss man zunächst mal sagen, dass unsere Autobahnen die sichersten Straßen sind in Deutschland. Die wenigsten tödlichen Unfälle passieren auf den Autobahnen. Das liegt einfach daran, dass unsere Autobahnen besonders gut ausgebaut in aller Regel sind und besonders sicher sind. Ob uns da also ein Tempolimit mehr Sicherheit verspricht, kann man bezweifeln, weil die meisten tödlichen und schweren Unfälle infolge zu höherer Geschwindigkeit auf Bundes- und Landstraßen passieren. Ein Tempolimit auf Autobahnen hilft uns wahrscheinlich nicht wirklich sonderlich viel weiter. Der Verband der Automobilindustrie möchte sich nur schriftlich äußern. Seine Ansichten decken sich mit denen von Minister Pistorius. Die Autobahnen gehören zu den sichersten Straßen. Keine Tempolimits. Pistorius glaubt immer noch daran, Autofahrer erziehen zu können. Wir müssen viel mehr dazu kommen, vor Ort die Strafen direkt zu vollstrecken. Bis hin zur Stilllegung des Fahrzeugs oder zur Beschlagnahme bei hohen Geschwindigkeiten. Ja? Wenn die Polizei vor Ort dem Porsche-Fahrer, der mit 100 Stundenkilometer zu schnell gefahren ist, das Auto ist mir jetzt egal, das Auto wegnimmt, ja, und sei es erstmal nur für 4 Wochen auf dem Hof der Polizei parkt, das hat eine richtige Wirkung. Aber wenn man dem erwischten Übeltäter wirklich den Porsche wegnimmt, dann rast er eben mit einem anderen Auto weiter. Autobahnpolizist Werner Johannes weiß als Praktiker, es hilft nur eins, Lappen weg. Ich würde ganz einfach viel eher ein Fahrverbot erteilen und das aber dann auch konsequent. Das ist etwas, Sie merken es auch, also das ist etwas, wo ich also wirklich meine, wo ich persönlich davon überzeugt bin, dass das Wirkung zeigt. Also bei mir haben sich viele Szenen, viele Unfälle im Gedächtnis eingebrannt und auch viele, die zurückzuführen sind auf nicht angepasste Geschwindigkeit. Meine Gedanken sind da auch bei den Menschen, die ich immer noch im Kopf habe, die dabei ihr Leben verloren haben, die heute noch im Rollstuhl sitzen, was nicht nötig getan hätte, was hätte verhindert werden können. Heute ist Urteilsverkündung für Schnellfahrer Benny Rös beim Amtsgericht Geestland. Es gab inzwischen noch einen Ortstermin mit der Richterin und den Zeugen, 2 Polizisten. Ob es ihm geholfen hat? Ich habe seit dem letzten Fahren nicht daran geglaubt, dass das jetzt hier noch besser wird. Aber wir haben Hoffnung, ne? Sonst würden wir es ja nicht machen. Und gut geschlafen heute Nacht? Kein bisschen. Wir kommen gerade aus Polen wieder. Wenn es heute gut läuft, fahren wir auch nach Holland. Und wenn nicht, dann halt nicht. Eine halbe Stunde später. Das Urteil: 900 Euro Geldbuße und 2 Monate Fahrverbot. Der Anwalt legt erneut Rechtsmittel ein. Ich bin ganz ehrlich, ich bin ja nicht reingegangen mit der Hoffnung. Ich komme jetzt da raus, Freispruch, alle Verfahrenskosten werden übernommen und dass die noch auf meinen Knien werden, sonst tut mir alles so leid. Das habe ich nicht gedacht. Ich habe nicht mit dem Freispruch gerechnet. Aber ich habe wirklich mit einer Verminderung gerechnet. Irgendwas. Aber die Richterin war wohl der Meinung, der Junge braucht einen Warnschuss. Noch darf er fahren. Wenn das Urteil rechtskräftig wird, hat er 4 Monate Zeit, den Führerschein abzugeben. Übrigens. Eine Mehrheit der Deutschen, so stellte das Meinungsforschungsinstitut YouGov in einer Umfrage fest, befürwortet ein Tempolimit. Nur eben Politiker und Autolobby nicht.